Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen geistreichen Folge. Moin, da wird so suspekt. Bitte geht's. Falls ihr was hört, das ist mein Hund. Mit Hustenanfall, 8000. Grades. Ja, geistreich. Das Spiel ist sehr geistreich. Miau. 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 What the hell? Hi, Tonschädel. Miau. Miau. So, ich höre lieber auf. Miau. Miau. Spring doch. Och, du willst mich wohl verarschen. Oh Gott, es sind schon wieder drei. Ich hasse das so sehr. Ich muss jetzt mal irgendwie irgendwo einen Ausgang nach unten finden. Okay. Alright. Alter, das ist nervig.
hab doch gedrückt. Was soll das? Oh mein Gott! Oh Gott! Oh Gott, ich bin der Ritter! Oh mein Gott! Oh nein! Piss dich! Ich hab doch gar nichts gemacht! Oh Mann, das war fies. Oh Mann. Das war geil. Mann, wie kann das sein, dass er so stark ist? Oh. Wie lange muss ich das jetzt noch machen? Rede ich. Mann, ich drück doch schon die ganze Zeit diesen verdammten Knopf. Halt dein Maul. Schwingst aus dem Atem. Reicht jetzt. Ach, jetzt nimm doch. Reicht jetzt, Arschloch. Hasse dich. Ich habe wahrscheinlich noch nie ein Vieh so sehr gehasst. Diese Viecher hier. Und jetzt habe ich wieder falschen Knopf. Aua. Aua, aua. Das tut weh. Das gibt's denn haben. Alter. Wo bin ich denn hier gelandet? Sag mal, bin ich hier gelandet? Warum ist in Erinnerung von Julia? Warum war sie hier? Wer möchte hier freiwillig hin? Hier sind überall Dämonen. Ich hasse Dämonen. Lieben tue ich die jetzt nicht. Alter Schwede! Juhu, ich bin wieder da. Habt ihr mich vermisst? Ich bin auf der anderen. Das war die Hölle. Hi! Bin wieder da! Juhu! Aber bewegt deinen Arsch. Bevor die nochmal angeht. Beweg dich. Beweg dich. Verdammt. Und wir haben uns wegen der Schocktherapie Sorgen gemacht. Er hat bereits einen Dachschaden. Sag sowas nicht. Na schön, finde raus, was deine komatöse Zeugin zu bieten hat. Ihr bekommt sie nicht. Ihr bekommt sie nicht. Ihr bekommt sie nicht. Ihr bekommt sie nicht.
zu helfen. Tötet meine Schwester nicht! Ich werde dir nicht wehtun. Bleib zurück! Beide! Was ist, kann ich sehen? Was zu... Ich kenne das Symbol. Ich habe es schon mal gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht in Mams Buch? Sie sehen definitiv vertraut aus. Dieses bedeutet Schutz. Warte, Vertrag? Sie weiß es noch, sie weiß es noch! Tut mir leid, Kleine. Vielleicht hätten wir dich doch nicht gebraucht. Gott. Iris sieht mich. Was steht da? Iris kann mich sehen. Ist sie auch ein Medium? Woher soll ich wissen, ob sie Medium ist? In ihr steckt auch noch ein anderer Ghost. Ghost. Und der Ghost liebt sie aber richtig. Guck. Keiner. Ist eigentlich eine gute Frage. Oh, nicht alle psychisch Gestörten sind dumm. Was? Ich kann einfach verlassen ohne die. Würde ich gerne machen, aber... What? Der ist echt ekelhaft. Okay. Ich krieg das Kotzen. Was zum Teufel? Sie hat mich rausgeschmissen. Okay. Mal sehen, ob mir irgendwas hier sagt, was mit dem Mädchen los ist. Mir ist ein anderer Mädchen, Mensch. Aufgewühlt. Was? Sonnenblumen verbunden. Zwei Mädchen. Brüder. Ja, das sind Brüder. Okay, ich gucke mir aber auch jedes Mal die Nachrichten an, die sie hier machen. Danke. Scheiße. Gequält und gejagt war das, glaube ich. Gejagt. Gequält. Er ist noch da. Noch immer, egal was du tust. Er ist immer da. Oh, Glocke. Auf den Scheiterhaufen. Mann, dieses Glockenscheiß, das ist überall. Ich fuck mich ab. Ansehen. Umgekippt. Ha. Wie gerne wissen, was das da in der Ecke ist. Ich kann es mir nicht angucken. Was passiert hier?
hin. Ich habe Angst. Okay. Nein, nein. Lauf einfach. Lauf. Lauf einfach. Geh. Lass sie in Ruhe. Hat Iris das Leben gerettet, aber mit ihrem eigenen bezahlt. Der Glockenmörder jagt junge Mädchen. Also, was war's? Was hast du gesehen? Armes Mädchen. Ihre Schwester hat sie befreit, als sie kurz davor waren zu verbrennen, aber sie konnte sich nicht revanchieren. Lass uns in Ruhe! Alles okay? Ronan. Es ist Rose. Flammen. Sie war besessen. Ich hab dir gesagt, du sollst zurückbleiben! Wer seid ihr? Ich bin Joy. Du gehörst hier nicht hin. Die Pfleger. Mist, ich bin erledigt. Iris könnte die Antwort auf alles sein. Hilf ihr, hilf ihr. Na los, sie kommt mit uns. Nein! Sie nicht mit! Hör zu, willst du, dass die Pfleger sie mit Elektroschocks traktieren, dann bleibt sie. Willst du, dass sie in Sicherheit ist, dann kommt sie mit und suchst dir aus. What the fuck, die kann Tür öffnen? Wie lange das? Okay. Los! Beweg dein Arsch! Hier drüben. Schnell ins Dunkle, die Luft ist rein. Warum werden meine schlimmsten Albträume noch schlimmer? Okay, gehen wir die Sache an. Ich dachte, ich würde das nie wieder sehen. Also, was weißt du über diesen Vertrag? Nichts, ich... Ach, komm schon. Es ergibt keinen Sinn. Er hat euch also nur gefragt, ob ihr von einem Vertrag wüsstet? Er hat nicht gefragt. Er wollte, dass ich zugeben, einen Vertrag geschlossen zu haben mit Dämonen. Dämonen? Wir haben ihm nichts getan. Er hatte keinen Grund, uns so zu jagen, wie er es getan hat. Wie er es getan hat? Er ertränkt ein Mädchen und verbrennt ein anderes? Und woher kenne ich diesen Scheiterhaufen? Und jetzt kommt... Erkläre und alles andere. Eis Aufenthalt, was steht hier noch? Alter, ihr auf. Scheiße, das war's nicht. Verbindung zwischen den Morden. Mann! Ach hier. Ich bin blind. Das ist es. Okay, hör zu. Bring Iris zur Kirche. Sorg dafür, dass sie sicher ist. Ich komm später nach. Geh. Gut, komm, Iris. Okay. Was zur Hölle hat die Gala im Museum mit dem Mord an Rose zu tun?
ehrlich. Ich habe selbst keine Ahnung. Und das mit der Gala und Museum. Jetzt, ich glaube, jetzt geht es richtig ab im Spiel. Vor allem, dass ich jetzt, glaube ich, soweit ich weiß, habe ich, glaube ich, alle Hinweise zum Glockenmörderfall. Ich glaube, das habe ich mir auch schon angeguckt, oder? Habe ich's? Ja, ich habe es mir angeguckt. Diese Symbole. Hätten die jetzt irgendwo sowas in der Nähe, oder? Wahrscheinlich habe ich bald die ganze Stadt fertig, ne? Noch ein mehr zum Aufdecken der Geschichte. Ewige Flammen. Flamme. Jedes Tag historisches Museum. Jetzt gehe ich hier rein und frage im Museum nach Hinweisen, bevor ich nochmal drauf gehe, weil ich schon tot bin. Das passt zur Aufklärung einer Mordserie. All diese Morde haben die Stadt in Panik versetzt. Nun führt alles hierher, zu einer Gala, die eine Zeit feiert, zu der Salem sich in einer anderen Art der Massenhysterie befand. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge geht's weiter, ne? Ciao.